Liebes Publikum, auch heuer laden wir auf HT1 wieder zu unseren Sommergesprächen ein. Wir machen den Start bei der FACC AG, ein Aerospace-Unternehmen im Bezirk Ried im Innkreis. Und unser erster Gast ist dieses Mal Landesrat Markus Achleitner. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Landesrat, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie eingangs erwähnt, befinden wir uns ja heute bei der FACC AG, genau gesagt im Werk 4 in Reichersberg. Und da sind wir jetzt gleich beim ersten Thema bei der Industrie. Oberösterreich ist ja unbestritten das Industriebundesland Nummer 1 in unserer Nation. Vor allem das Innviertel ist ja auch sehr stark. Aber sieht es denn generell jetzt so aus? Wie ist denn um unsere Industrie bestellt? Zuerst auch herzlich willkommen und danke für diese Wahl des Ortes, denn FACC ist so ein Musterbeispiel der Innovation Oberösterreichs. Die sind weltweit tätig, sind Innovationsführer, gerade mit dem Chef wieder gesprochen, All-Time-High bei dem Mitarbeiterstand, über 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auftragsstand über Jahre gegeben. Das sind die Good News. Und insgesamt gesehen, die letzten Jahre waren sehr erfolgreiche Jahre, obwohl sie Krisenjahre waren, obwohl wir viel intervenieren mussten, auch von öffentlicher Seite mit Förderungen helfen mussten, waren es sehr, sehr gute Jahre. Wir haben uns in den letzten 7 Jahren auch im Ranking der wettbewerbsfähigsten Industrieregionen Europas von Platz 54 auf Platz 18 nach vorgearbeitet. Also danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den tollen Unternehmen. Aber ja, es stimmt, nach einer Hochphase geht es auch wieder retour. Derzeit haben wir es vor allem bei der international tätigen Industrie schon mit Stagnation oder sogar Rezession zu tun. Das hat viele Gründe. Wir haben explodierende Energiepreise gehabt, haben dadurch natürlich hohe Lohn- und Gehaltsabschlüsse gehabt. Das kostet Wettbewerbsfähigkeit. Die muss eine künftige Bundesregierung, egal wie sie aussieht, auch wieder herunterbringen, also die Lohn- und Abgabenquote, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. In der Binnennachfrage, in der Wirtschaft in Österreich, da gibt es erste gute Anzeichen. Warum? Die Lohn- und Gehaltsabschlüsse sagen ja, es gibt mehr Geld im Geldbörsel der Menschen. Die Inflation ist Gott sei Dank jetzt halbiert auf rund 3%. Das heißt, wir haben einen Kaufkraftüberhang von 6-7%. Und das merken wir. Jetzt ist der Handwerkerbonus gerade in Kraft. Die Leute tun da mal ein bisschen investieren, einrichten etc. Der Bau springt wieder an, weil wir das Wohnbaupaket endlich umsetzen konnten vom Bund, als Oberösterreich einziges Bundesland umgesetzt. Also es gibt da und dort die einzelnen Pflänzchen, dass es wieder bergauf gehen wird. Aber wie gesagt, es gibt schon einige Maßnahmen, die wir auf den verschiedenen Ebenen setzen müssen. Das ist ein Musterbeispiel, wie es geht. Also die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der Region haben wir jetzt bereits angesprochen. Jetzt möchte ich ja noch gerne zur Förderung von Forschung und Innovation kommen. Inwieweit spielt diese Förderung eben eine Rolle? Ja, das ist letztlich genau der Wettbewerbsvorteil, den Österreich und auch Oberösterreich hat. Warum? Wir haben mit der Forschungsförderungsprämie 14% die höchste Förderung, eine planbare in ganz Europa. Das ist ein wirklicher Standortvorteil, warum viele Unternehmen hier sind, hier bleiben oder nach Oberösterreich kommen. Wir haben dann einzelne Forschungscalls, also für einzelne Bereiche, Wasserstofftransformationsbereiche, die dazukommen. Und die Innovation ist letztlich ja die Grundvoraussetzung für den Erfolg Oberösterreichs. Denn dass wir teurer produzieren wie in anderen Billiglohnländern der Welt, ist logisch. Wir haben auch einen anderen Lebensstandard und ein anderes Sozialsystem und Gesundheitssystem. Aber wir müssen eben um das besser sein und innovativer sein, wie wir auch teurer produzieren. Und das geht, indem wir Forschung und Entwicklung intensivieren. Ich kann sagen, von meinem Forschungsbudget allein im Land Oberösterreich, das ist heuer so hoch wie niemals in der Geschichte. Das erste Mal dreistellig, 100 Millionen Euro Forschungsbudget, damit wir eben genau diese Wettbewerbsvorteile in der Innovation auf die Straße bringen, denn dann sind unsere Betriebe erfolgreich. Jetzt, wenn wir schon die Innovation ansprechen, dann kommen wir mal zu den Arbeitsplätzen und die sind ja wirklich in einem enormen Wandel. Hängt schon mit der Digitalisierung, mit der Automatisierung zusammen. Was macht denn da jetzt Oberösterreich, dass man sagt, man kann diese Arbeitsplätze halten und vielleicht sogar in dieser Veränderung, in diesem Wandel neu schaffen? Ja, alleine das ist ein Feld, das uns sehr beschäftigen wird, vor allem in der Zukunft. Wir haben jetzt in den letzten 15 Jahren von 600.000 Menschen, die Arbeit hatten in Oberösterreich, auf rund 700.000 Menschen erhöhen können. Eine unglaubliche Erfolgsstory aller Unternehmen in diesem Land. Jetzt haben wir Boomjahre gehabt und jetzt sehen wir, es geht die Konjunktur ein bisschen zurück. Jetzt ist es da und dort werden Überkapazitäten an Mitarbeitern auch wieder freigesetzt. Die Unternehmen halten sie so lange wie möglich, aber da und dort, wo es zu viel ist, müssen sie freisetzen. Das Gute ist, dass der Arbeitsmarkt so aufnahmefähig ist, wie ein trockener Schwamm, der das wieder aufsaugt, dass wir
Gott sei Dank die Menschen sofort wieder unterbringen. Wir haben 23.000 offene Stellen in Oberösterreich. Wir haben gerade in dieser Woche den neuen Fachkräftemonitor vorgestellt. Das ist eine Perspektive auf die nächsten Jahre. Und da sieht man Demografie, die Babyboomer gehen in Pension, es kommen deutlich weniger nach. Und der Bedarf bleibt aber so hoch, wie er jetzt ist. Es ist prognostiziert, dass wir bis 2030, dass rund 80.000 Mitarbeiterinnen fehlen, also 10% weniger als heute, steht zur Verfügung. Und 2040 sind es sogar 150.000. Und da müssen wir gegensteuern. Da müssen wir Potenziale heben, beispielsweise die, die Teilzeit arbeiten, dass sie überlegen, zum Beispiel, wenn ich 20 Stunden arbeite, vielleicht gehen 21 oder 22, nicht gleich von Teilzeit auf Vollzeit, aber eine, zwei Stunden geht mehr. Eine Stunde statistisch jetzt mehr für Teilzeitleute würden 5.000 Vollzeitarbeitsplätze bedingen. Das heißt, ein Riesenhebel, da Bewusstsein zu schaffen. Wir investieren viel in die Kinderbetreuung, damit das auch leichter möglich wird. Das ist ein Hebel. Ein anderer, wir gehen um 4-5 Jahre unter dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter in Pension. Irgendwie hat man so in der Gesellschaft das Gefühl, man überlegt, wann kann ich endlich gehen? Und eigentlich sollte man anreizen, dass man doch nur die paar Jahre bis zum gesetzlichen macht. Da hat man Wissen, Kompetenz, man wird gebraucht. Die Unternehmen verlieren sonst das Wissen. Da braucht man Anreize dazu. Genauso Anreize, mehr zu arbeiten, dass Vollzeitarbeit sich einfach auszahlt. Dass die, die mehr arbeiten, die Überstunden machen, warum müssen die besteuert sein? Die, die mehr arbeiten, sollen mehr haben. Leistung ist etwas Gutes, etwas leisten kommt, bevor man sich etwas leisten kann. So ist Oberösterreich erfolgreich geworden. Und das ist einer politischen Debatte oft unglaublich, wenn man vor diesem Hintergrund dann hört, 20% weniger arbeiten und das geht dann auch. Also mit einem Teilzeitleistungsmodell werden wir uns einen Vollzeitwohlstand nicht leisten können. Und das müssen wir wieder ein bisschen hineinbringen. Das ist, glaube ich, auch in der Pandemie, wo viele Probleme vom Staat gelöst wurden, ein bisschen so gekommen, ein bisschen Vollkasko-Mentalität, ein bisschen weniger, aber ich habe dieselben Ansprüche. Das wird nicht gehen. Die ganze Welt gibt ordentlich Gas. Wir tun das in allergrößter Menge auch, aber vom Mindset, glaube ich, gehört das wieder ein bisschen aufgefrischt. Als nächstes möchte ich gerne mit Ihnen über den Tellerrand ein bisschen hinausblicken. Für eine globalisierte Welt, wie man sie eben jetzt vorfindet, ist ja internationale Vernetzung unerlässlich. Wie setzt sich jetzt da eigentlich Oberösterreich ein, so auf europäischer, auf internationaler Ebene, dass man da von Partnerschaften, von Kooperationen profitieren kann? Ja, das ist für Oberösterreich war der Beitritt zur Europäischen Union beispielsweise ein Jahrhundertprojekt und ein 1000-Gulden-Schuss. Wir haben, man muss wissen, Oberösterreich verdient 2 von 3 Euro durch den Export. Jeder zweite Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt vom Export ab. Da ist es wichtig, dass dieser Export auch aufrecht bleibt. Was tun wir politisch? Vor allem die Bereiche Transformation, Energie und Mobilität, das sind Herkulesaufgaben für ganz Europa. Wir vernetzen uns, die großen Industrienationen und Regionen, um quasi eine europäische Energiepolitik beispielsweise zu machen. Ich war heuer schon mit Delegationen in Belgien, in Schweden, in den Niederlanden, jetzt gerade in Südtirol, weil wir Thema Energietransformation, Wasserstoff, ein gemeinsames Konzept brauchen. Wir sind gerade heuer im Frühjahr mit dem Energieinstitut der Johannes Kepler-Universität Hydrogen Europe beigetreten, haben wir in Brüssel unterschrieben. Das ist eine Organisation von 150 Forschungseinrichtungen nur um das Thema Wasserstoff. Da sieht man schon, wie wichtig diese Vernetzung ist. Und jetzt von der internationalen Ebene kommen wir wieder zurück zur Landesebene, zu Ihrem nächsten Ressort, zum Tourismus. Und der Tourismus ist ja ebenfalls eine starke Einnahmequelle für Oberösterreich. Und Sie haben die Pandemie vorhin bereits erwähnt. Wie haben sich denn die Tourismuszahlen seit der Pandemie jetzt entwickelt? Beziehungsweise wo wird sich denn generell der Tourismus in Zukunft hin entwickeln? Ja, der Tourismus ist generell so ein Seismograf, wie es den Menschen geht, kann man sagen. Wir haben wirklich eine tolle Story gehabt von 2010 bis 2019, von 7 auf rund 8 Millionen Nächtigungen, eine Steigerung, eine super Erfolgsstory. Dann kam die Pandemie. Kaum eine Branche war so betroffen von dieser Pandemie, von den Schließungen, von den weltweiten Reiseeinschränkungen wie der Tourismus. Was wirklich schön war zu sehen, dass diese Branche zusammengehalten hat. Dass wir haben geschaut, dass wir die unterstützen, dass die Mitarbeiter dort bleiben können, dass es Förderungen gibt, dass die Betriebe nicht umfallen. Und das Schöne ist, sobald wieder was gegangen ist, sind die Gäste gleich wieder gekommen. Und man sieht es am schönsten vom Vorjahr, dass das Jahr 2023 war das erfolgreichste Tourismusjahr in der Geschichte Oberösterreichs. Wir haben 8.650.000 Nächtigungen gemacht, so viel wie niemals zuvor. Und die Wintersaison, die letzte jetzt von November bis April, war noch einmal um 4% drüber. Das heißt, der Tourismus ist wieder da. Die Menschen haben gelernt, dass vor allem auch Tourismus in Österreich oder in Oberösterreich
wahnsinnig gut ankommt. Also ich bin beim Tourismus sehr happy, das funktioniert wirklich gut. Es wurde sehr viel investiert in die Qualität. Wir sind gerade dabei beim zweiten Schritt der Professionalisierung der ganzen Tourismusverbändestruktur, damit wir international sichtbar werden. Darum geht's. Man glaubt oft so von innen heraus gedacht, dass uns die ganze Welt kennt. Aber wenn, ich bin jetzt am Weg nach München, wenn man in München fragen würde, welcher See kommt vorher? Ist es vorher der Irrsee oder der Traunsee? Oder ist es der Wörthersee? Weil sie vielleicht gar nicht wissen, wo die in Oberösterreich liegen. Darum geht es, international sichtbar zu werden, damit die Gäste international sagen, es muss nicht immer Italien oder Spanien sein, es kann auch Oberösterreich sein. Ich gebe Ihnen völlig recht. Also bei mir im August geht es auch wieder in Oberösterreich rundherum. Jetzt möchte ich gerne abschließend noch wissen, Sie kennen ja unsere Sommergespräche, ich bin neugierig immer zum Schluss. Wie schaut es denn bei Ihnen so aus mit den Urlaubsplänen? Kann ich Ihnen da auch heuer wieder was entlocken? Ja, wie immer. Heuer war es insofern gar nicht so einfach, weil einer unserer Söhne ist der Dirigent und der hat uns im Februar gesagt, also ich fahre gern mit euch auf Urlaub, aber sollte ich mitfahren, dann geht es genau vom Montag 12. bis Montag 19. August. Das sagt der Dirigent zum Landesrat. Das sagt der Dirigent zum Landesrat und die gesamte Familie richtet sich nach ihm. Da gibt es einen Abstecher ans Meer und dann gibt es auch eine Woche Urlaub in Oberösterreich und Österreich. Wir kombinieren das immer so. Es ist überall so schön, dass es ganz aus ist und das Einzige, wenn man viel eingespannt ist, dann ist eigentlich egal, wo man dann ist, Hauptsache ein bisschen herunterkommen, mit der Familie Zeit verbringen und das Leben genießen. Sie sagen es, Herr Landesrat, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch und somit einen erholsamen Sommer. Vielen Dank auch und auch allen Sehern einen schönen Sommer in Oberösterreich.